Hallo mein Freund und herzlich willkommen zur Gefangennahme von Katja Maximowa. Ja, wie versprochen, werden wir jetzt in dieser Folge die gute böse Maximowas Versteck gefangen nehmen. Nein, kein. Russland ist schwach geworden. Ich würde eher dem Meistbietenden meine Treue schwören, als dieser verkommenen Regierung zu folgen. Wir sind keine Verräter. Wir kämpfen die ganze Zeit für die Zukunft Russlands. Hallo. Was hatte ich angehört, als wäre da jemand drin. Hier ist alles ruhig. Ist aber keiner. Schnapp mir mal den da oben. Oh! Das ist seltsam. Schnapp ich mir eben den. Das ist seltsam. Hier sind auch überall diese Nachtfalterviecher, ne? Zeit für die Nachtsichtbrille. Kannst leider ohne Nachtsichtbrille gar nicht sehen, richtig? Du musst unbedingt überprüfen, ob dein Funk geht. Du hast mir überhaupt Nachtsichtgerät hier ist. Eher so semi-nützlich. Deswegen werde ich hier die Wärmebild sich benutzen. Ich hoffe, ich komme da wieder raus. Ist da noch eine Kiste vielleicht irgendwo? Ja, tatsächlich. Ein Haufen Tarnungspunkte. Die Wolfs sind gute Soldaten, keine Frage. Ein Haufen Tarnungspunkte. Aber immer noch in der Lage. Haben wir jetzt genug, um aufzuwerten nochmal? Nee, schade. Hätte ich tatsächlich müssen offscreen nochmal ein bisschen grinden. Nichts verdächtiges. Team, geht dort in Stellung. Hier ist alles ruhig. Das sind Gegner. Diese Position ist nicht zugänglich. Ich brauche euch woanders. Geht da drüben in Position. Klar, wechselt die Stellung. Das Gute ist, dass unsere Kameraden deaktivieren die Laser auch. Team zu mir. Team zu mir. Die Wolfs zu meiner Position. Aber ich kann es mit jedem aufnehmen. Ich schalte auf Nachtsicht um. Ich würde ja gerne mit Nachtsicht hier laufen, aber guck mal, da siehst du weniger als ohne. Wobei, ich nehm's zurück. Nachtsicht an. Ich meine, so Restlichtverstärker kann halt auch nichts machen, wenn kein Restlicht da ist, ne? So, da oben haben wir einen. Ist das nur gepanzert? Schalte auf Nachtsicht. Ich glaube nicht. Und doch. Rücke aus! Sauberer Schuss, Rücke aus! Oh, ich habe noch die Sachen ausgerüstet, die ich hier jetzt gar nicht brauchen kann. Ich brauche eine Blendgranate, ich brauche eine Sensorgranate, ich brauche sonst nichts. Wobei, Ablenkungsköder wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Was bemerkt? Ruhig bleiben. Macht der hell? Haltet nach Feindkräften Ausschau! Oh, auch nicht wirklich. Gehe auf Nachtsicht. Ober, über uns ist Maximowa. Ach, ich kann auch die Tarnung aktivieren. Schon wieder ganz vergessen gerade. Dabei war ich zwischen den Folgen nur auf Toilette. Und hier ist es ein gepanzerter. Toll. Uns darf keine Bewegung entgehen. Seid wachsam. So, da hinten ist Maximowa. Da laufen aber auch noch andere rum. Wie sich anhört. Okay, da ist einer. Hallo, du. Na? Mich vermisst? Oh oh. Oh oh. Oh, da. Hallo. So geht das, Boss. Okay, jetzt Blendgranate. Und dann schnappen. Vielleicht auf beide Seiten. Hallo, Maximowa. Gesichert.
Es ist aus, Maximova. Du wirst dich vor der ganzen Welt für deine Verbrechen verantworten. Ich verantworte mich vor niemandem. Wenn ich dich nicht kaufen kann, dann die CIA. Ich komme hier schon wieder raus. Das werden wir sehen. Nice. Zeit für die Nachtsichtbrille. Nice. Geschafft. Ohne zu sterben. Ich weiß noch, im Anspielevent, wie oft ich gestorben bin, als ich hier oben in den Raum rein bin, weil ich ganz unbedarft da rein bin und einfach direkt weggemäht wurde. Nachtsicht an. Ist halt so dumm, dass man mit Wärmebild halt einfach 200% mehr sieht als mit Nachtsicht. Ich hätte gerne ein schönes Bild noch von ihr. Ist ein bisschen hell. Vielleicht hier direkt vor der Lava, so ein bisschen rot getüncht. Ja, die Lava ist nicht so hell, wie ich dachte. Von hier vielleicht? Ah ja. Mensch, geh doch mal weg. Team, geht dort in Stellung. Geht das nicht? Ja? Sucht euch da ein schönes so. Plätzchen. Wir machen uns auf den Weg. Bisschen was für Thumbnail machen hier. So ungefähr. Ob ich so hin. So ein bisschen schief stellen kann. Oder so. Ja, ja. Da wird schon was dabei sein. Okay. Team zu mir. Sammelt euch bei mir. Yep, sind unterwegs. Yep. So, ich bin ein bisschen traurig, wenn ich mit dem Heli jetzt wegfliege, denn aus vertrauenswürdigen Quellen, Schalte auf Nachtsicht, aka Unknown Soldier 77, weiß ich, dass der Heli danach auch im normalen Die Spiel nicht mehr da erwarten ist. Dich schon. Dein Prozess steht bevor. Das sind viele. Prozess? Von wegen. Die hängen mich auf, wenn du mich denen auslieferst. Verhandlungen mit der CIA wären die bessere Option. Ich gehe lieber lebenslang ins Gefängnis als zu euch Outcasts. Das liegt nicht in meiner Hand. Hä? Ich sitze auf der Seite Hast drauf. Hast du dir dein Leben je so vorgestellt? Ich wollte sagen, das ist ein Bug. Aber liegt der nur los, wenn ich nicht da bin? Was zu tun. Oder habe ich es jetzt kaputt gemacht? Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht, oder? Ich soll warten, bis die... oder... Moment, Ito. Einfach wieder. Moment ja. Hier. Haupteinsatzziel erreicht. Maximova ist in Gewahrsam. Was? Sie hatten Befehl, sie zu eliminieren. Die Outcasts verdienen einen Prozess. So kann Aurora alles aufarbeiten. Nomad, wir stehen auf ewig in ihrer Schuld. So können wir beweisen, dass wir für Frieden gekämpft haben. Die Weltöffentlichkeit wird die Outcasts anerkennen. Ich weiß, wir waren uns nicht immer einig. Aber sie sind ein wahrer Freund. Hast du dir denn Verbündeter so vorgestellt? Und Retter. Einfach nur, dass es vorbei ist. Danke für Ihren Einsatz. Aurora hat so viele Schmerzen und Verluste erlitten. Ich bin immer für diese Insel da, egal was ich dafür opfern muss. Und wenn die Menschen auf Aurora eine echte Chance auf Freiheit bekommen, war es das alles wert. Wir sind auf dem richtigen Weg. Fortuna scheint uns gewogen zu sein. Ito out. Nun, Ito freut sich. Aber mich bringen sie in eine schwierige Lage, Nomad. Sie haben einen direkten Befehl missachtet. Jetzt muss ich einen Deal mit Maximova aushandeln, damit sie die Einmischung der CIA auf der Insel nicht preisgibt. Scheiße. Vielleicht muss ich ihr sogar Immunität garantieren, egal welches Urteil gefällt wird. Ich wäre bereit, die Sache im Namen der Freundschaft durchgehen zu lassen. Aber wenn Aurora uns um die Ohren fliegt, werde ich ihre Haut nicht retten können. Ich weiß. Damit kann ich leben. Ich bin überzeugt, die Outcasts werden das Richtige tun. Es wird keine Probleme geben. Das hoffe ich. Für Sie. So oder so, Aurora ist frei. Das ist keine Kleinigkeit. Danke für Ihre Mitarbeit. Gern geschehen. Schön, dass dieses Kapitel endlich abgeschlossen ist. Bis zum nächsten Mal, Nomad. Vielleicht. Hättest du damit gerechnet? Sentinel muss aufgehalten werden. Ich habe einen Bug. Gut, etwas zu tun. Nomad guckt die ganze Zeit nach rechts und ich kann nichts dagegen tun. Okay, so, und damit hätten wir Maximova gefangen genommen und damit nicht gedacht, Operation Wonderland abgeschlossen. Alles abgeschlossen hier. Was, hier gibt es noch Tarnungspunkte? Die habe ich übersehen. Egal. Aber jetzt will ich gucken, was passiert, wenn ich hier jetzt erschieße.
Ich krieg ein Level ab. Okay. Ich will nur trockene Stiefel. Jetzt muss Maximo war trotzdem tot. Okay, gut. Das war dann wohl Operation. Oh, der Bug ist weg. Das war dann wohl Operation Motherland. Und ja, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall noch die geheime Geheimmission auf Aurora bei Operation Motherland erledigen, diese Metal Gear Geheimmission. Hättest du gedacht, dass wir dann, wie geht es dann weiter? Dann geht's weiter mit Episode 3 im normalen Spiel und danach noch die Events und dann sind wir durch. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns. Ja. Achtung! Achtung!